Und noch ein bisschen schnell zu werden, bitte. Gut. Perfekt. Ja, mal schauen, vielleicht Richtung Osten, so Richtung Alberg. Und dann, wenn es funktioniert, noch ein bisschen weiter und sonst wieder zurück. Rudi, was hast denn du für ein Flugzeug? Das ist eine Standardlivelle, die ist bereits schon 43-jährig, also ein Oldtimer, aber ein Oldtimer, der aus Glaskunststoff ist. Glaube, heute probieren wir den Jura. Über das Mittelland, Emmen, dann frühe Jurakräte, Gös, Golten, dann runter gegen den Westen. Und der kommt also weg, bevor wir fliegen gehen. Danke. Seil ein. Bereit. Viel Fahrungs, aber es lange ganz schön über die Kurve erst rein. Im Hintergrund sieht man das endlich. Ich bin über den Gonsen ins Rheintal rausgeflogen. Ziemlich ruppige Verhältnisse. Links unten sieht man Badau ganz. Ich versuche es hier etwas höher zu machen, damit ich dann ins Bettig auch überfliegen kann. Ich bin bereits an der Sulzflur angekommen. Ich versuche jetzt im Hangaufwind zu steigen. Lange immer noch nicht ganz über die Kette. Es hat jetzt angefangen zu entwickeln. Links sieht man wieder die Rausenflur, die Sulzflur. Ich fliege noch jetzt das Bettigau weiter drauf. Ich bin hier über Davos. Fliege jetzt Richtung Frühlapass. Es hat schön entwickelt. Thermik ist so mäßig. Hier geht es ein bisschen nach vorbei. Übrigens ein Latin. Richtig Ruhe. Links unten sieht man schön Sonderengadin, die jetzt direkt über den Nuna, 3500 Meter. Und drehen hier noch mal eins, hat den Aufwind. Aber nicht an den 8 Kilometer, sondern nur an den Fahrt. Der Schlauch in der Nase, der ist für den Sauerstoff. Ab 3000 Meter sollte man eigentlich immer Sauerstoff nehmen.
Ja, so ist gut. Geradeaus fliegen, geradeaus fliegen. Ja, ich glaube schon, ja. Ich kann es nicht sagen, weißt du, ich kann nicht durchschauen. Ja, ich bin ja schon am Leben, nein, ich sehe dich nicht. Ja. Okay, flieg noch ein bisschen vor, also ein bisschen vor mir kann ich. Danke, Adrian. Adi. Flüge weiter nach Berlin. Ich bin jetzt am Nordausläufer von der Berliner Hafen. Versuche im Hang aufzulegen, die Ankerbrücke zu bauen. Jawohl, geschafft. Schön über dem Kran. Wenn man genau anschaut, sieht man eine Gruppe von Bergsteigern. Die sind immer noch im Aufstieg, es ist eigentlich schon heute. Aber ich glaube, die werden wir noch selber am Flug. Ich bin bereits an der Basis, kann immer höher steigen, muss abfliegen richtig sein. Da unten sieht man Berlin. Ich fliege jetzt bei 200 über Davos.